In schneller Bildfolge sind ein leerer Theatersaal und Porträts von vier Personen zu sehen. Wir lieben Kultur. Kampagne für Kultur ohne Barrieren. Mittendrin e.V. Eine junge Frau im Rollstuhl fährt an der Theaterkasse entlang. Sie lacht. Ja, pass auf, da ist ein Rollstuhl. Ja, aber hier sitzt ein Mensch drin. Ich bin doch hier. Der Rollstuhl ist nicht alleine. Sie fährt auf ein Zeichen des Kameramannes auf Position vor die Kamera. Stell dich kurz vor. Ich liebe Kultur. Hallo, ich bin Lucy. Ich bin 22 Jahre alt. Ich komme aus Köln. Was liebst du an Kultur? Ja, also Kultur ist für mich, auf Konzerte zu gehen oder auf Lesungen und mit Freunden rauszugehen in Clubs und Bars. Also mich begeistert an Kulturveranstaltungen, dass man sich als Teil einer Gemeinschaft fühlt, weil man ja da mit Menschen zusammen ist. Auf welche Barrieren triffst du? Ich finde es manchmal schwierig, bei solchen Veranstaltungen teilzunehmen, weil man zum Beispiel im Voraus immer planen muss, so ob da Stufen sind oder ob es da einen Aufzug gibt oder ob es da eine barrierefreie Toilette gibt zum Beispiel. Und meistens ist es schwer, an diese Informationen heranzukommen. Das dämpft dann die Erfahrung ein bisschen, leider. Wie kann es besser gehen? Also für die Zukunft würde ich mir wünschen, dass die Menschen, die Veranstaltungen organisieren, Menschen mit Behinderungen dabei auch im Blick haben und zum Beispiel sich darum kümmern, dass es eine barrierefreie Toilette gibt oder sich einen Veranstaltungsort suchen, der Aufzüge hat. Und ich würde mir auch wünschen, dass diese Informationen, dass die für die Menschen mit Behinderungen einfacher zugänglich sind und zum Beispiel direkt auf der Internetseite stehen. Was liebst du? Auf welche Barrieren stößt du? Mach mit bei unserer Umfrage www.mittendrin-köln.de. Gefördert von der Aktion Mensch. Danke für die Location Comedia.